Willkommen zurück bei Bounty Train. Ja, wir sind hier in Atlanta, haben eben kurz diese Sachen hier abgeholt und natürlich nehmen wir auch Bill mit, so viel ist klar. Und jetzt geht's wieder Richtung New York, heißt erstmal wieder nach Knoxville. Und in Knoxville wollen sie unbedingt Alkohol, das ist schön. Andererseits, ja, wir haben es letzte Folge besprochen, wir nehmen den jetzt doch mit. Ganz ehrlich, wir haben noch so viel Platz hier frei, den wir jetzt durch diesen schönen Alkohol... Fuck, da war eine Kontrolle, oder nicht? Ich bin doof. Nein, hoffentlich ist die Kontrolle weg. Ist sonst noch jemand mit? Nach Wilmington? Nee, da fahre ich nicht hin. Nach Charleston auch nicht, nach Louisville ebenso nicht und nach Cincinnati schon gar nicht. Ich bin mir unsicher, ob die Kontrolle noch da sein wird. Andererseits weiß ich auch nicht, ob dieses Versteckzeug da, was man upgraden kann, auch für diese Leute zählt. Sie sind nämlich noch da. Wir testen das jetzt mal. Wir stürzen uns ins Feuer, nur um das zu testen. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass die Waren verboten sind. Bitte vermerken Sie, dass ich Ihnen alles freiwillig aushändige. Oh, 50%, das ist echt 50-50 dann. Wir testen das, aber es wirkt. Oh, scheiße. Mit meinem Glück, ey. Oh Gott. Oh, jetzt muss er nachladen. Auch scheiße. Achso, das wollte ich jetzt gar nicht. Du lädst hier natürlich nach. Du gehst hier hin. Das wäre tatsächlich möglich hier, das doch irgendwie zu schaffen. Andererseits, es ist die Armee, Leute. Oh, den können wir noch upgraden. Beweglichkeit, ja, das machen wir mal. Wechseln tatsächlich hier mal. Komm schon. Weil ich glaube, Walter ist dann doch noch mal ein bisschen besser im Schießen und so weiter, hat eine bessere Knarre und der ist dann wiederum besser im Nachladen. Aber im Zielen dann halt eben wieder nicht. Oh, dem haben wir Damage gemacht, du. Komm schon. Ja. So, komm, lad nach. Was ist jetzt? Dass die auch schon wieder von allen Seiten kommen. So, der ist Matsche. Der da hinten wird... bombardiert. Schon wieder. Können die mal aufhören, hier so Scheiße rüber zu werfen? Wie viel hält denn der aus? Och komm, Scheiße. Aber das ist machbar, das schaffen wir noch. Hör mal auf, mit dem zu schießen. So, Walter, du schießt jetzt wieder. Du hast eine viel höhere Genauigkeit. Sind die letzten. Sind die letzten Leute.
Wie, scheiße, wir haben gar keine Muni mehr. Oh je. Dass man die kaufen muss, wusste ich jetzt gar nicht. War mir gar nicht klar. Oh, geil, wir haben es geschafft. Boah, wie viel Erfahrung. Oh, geil. Ich muss mich da jetzt echt selbst loben. Wie krass. Wir können uns doch verteidigen. Also schön ist vor allem zu wissen, wir können uns gegen das Militär verteidigen, aber nicht gegen einfache Banditen. Schön. Ist das hier jetzt wieder nachgeladen? Ich weiß nicht, ob das nachgeladen ist. Naja, egal. Das war der mit dieser Option, oder nicht? Ja, oh Gott, sollen wir noch reparieren? Eigentlich müssen wir noch reparieren. 3 Tage. Oh, da geht schon ziemlich viel drauf, aber nach New York schaffen wir es sowieso. Das wird mal wieder hier reingeklatscht. Und jetzt noch den Zug hier. So, als nächstes geht's dann... Haben wir jetzt eigentlich einen Ruf verloren bei denen? Denn Ansehen? Oh. Ja. Oh ja. Oha. Schon ordentlich. So, jetzt geht's nach Richmond. Hoffentlich haben sie dieses Mal irgendwas, was ich mitnehmen kann. Aber wahrscheinlich mal wieder nicht. Ah, hier, das würde ein bisschen Geld geben. Das hier eher nicht so. Werkzeuge gar nicht. Sind nicht so handwerklich begabt, die Leute dort. Das würde es ein bisschen bringen, aber ist halt auch illegal. Ich glaube, ich versuche mal ein bisschen Tabak, nicht Tabak, Pelze mitzunehmen auf jeden Fall. Und ansonsten, das Einzige, was wir wirklich machen können, ist auf Waffen zu gehen. Das sind auch nicht sehr viele. Das mit den Soldaten, ey, das war jetzt schon irgendwie geil. Muss man sagen, ich dachte jetzt nämlich eher, gegen die haben wir sowieso keine Chance. Also jetzt so im Gegensatz zu den Banditen, gegen die wir auch schon keine Chance haben. Aber das war krass. Das war krass. Wollte angeblich liegt einer der ältesten Anteilseigner ihres Unternehmens auf Sterbebett. Der Mann ist ein leidenschaftlicher Patriot, der all seinen Besitz dem Staat vererben wollte. Aber Cornelius ist es irgendwie gelungen, ihn davon zu überzeugen, dass der Weiterbau der Bahnstrecke den USA nur unter seiner Führung neuer Wohlstand bringt. Kurzum, der alte Mann hat sich erweichen lassen. Wegen sie dieser an... Ja, ja, komm... Ja gut, 24 Tage, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie soll man das hier machen? Ich weiß nicht, ob ich da früher an dieser Auktion teilnehmen kann. Ich hoffe es mal, sonst können wir es eh gerade schon wieder vergessen. Och Mann. Oder man muss sich jetzt entscheiden, entweder oder. Das kann auch sein. Sowas finde ich aber mies. Sowas finde ich richtig mies. Das jetzt echt entweder oder ist. Das können die nicht machen. Vor allem nach St. Louis ist ja eh schon wieder so eine relativ große Strecke.
welcher Waggon macht denn jetzt schon wieder Probleme eigentlich? Der Personentransport. Ein Tag, ach komm. Ich kann mir das eigentlich nicht leisten. Andererseits hätte ich den Scheiß jetzt auch hier stehen lassen können. Das nächste müsste Philly sein. Hier kenne ich mich schon halbwegs aus. Und dann York. Komm, mehr kriegen wir eh nicht rein. Ach ja, hier ist die Option. Ach, leckt mich. Ganz ehrlich, Banditen, könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Wir haben die Armee schon besiegt. Dann besiegen wir euch, Lulatsches, auch. Jetzt kommen sie natürlich von der komplett falschen Richtung. Hat auch nichts mehr zum Heilen. Nee, das werden wir nicht überleben. Das ist doch schon... vor allem 17. Das ist schon Ironie irgendwie. Und gegen Banditen kommen wir hier nicht an. Wir haben ein besseres Ansehen gegen die. Bezahlt er die? Oh Gott, jetzt kommt der noch rein. Ja, komm, nee, das schaffen wir nicht. Das können wir vergessen. Oh Mann. Es ist auch ein Wahltag. Nee. Ihr seht selbst, das ist unmöglich. Das gibt's doch nicht. Warum hat man gegen Banditen weniger eine Chance als gegen... gegen andere. Super, jetzt können wir entweder warten oder wir fahren einen anderen Weg. Scheiße. Wir müssen wohl einige Tage warten, in der Hoffnung, dass der Notar in St. Louis dann noch da ist, wenn wir ankommen. Und dass die jetzt weg sind. Ach, leckt mich doch am Arsch. Ganz ehrlich, Banditen, ihr kotzt mich an. Dann bezahlen wir halt eben diese 1200. Warum macht man sowas? Das ist nervig. Klar ist das irgendwie so ein bisschen authentisch, aber ich will nicht mehr. So, der Personenzug-Waggon-Ding da bleibt da jetzt mal stehen. Können wir eh nicht gebrauchen. Hier, nehmt die 1200, ihr Deppen. Haben wir jetzt wieder knapp drin, sag ich mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist einfach nicht schön. Genauso wie mit diesen kaputten Zügen, das gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir echt ganz und gar nicht. Vor allem 4000. Sind schon wieder hier welche? Wie viele sind denn hier? Leckt mich. 3000, beziehungsweise knapp über 3000 für eine Auktion, die bei 1500 startet. Also ob ich das jetzt noch bekomme? Wie geh ich jetzt zu dieser Auktion? Auktion findet in Rathäusern statt. Jetzt muss ich auch noch warten, bis der Scheiß geöffnet hat. Und jetzt?
Hä? Aktionen finden in Rathäusern statt. Ich glaube, die wollen mich komplett verarschen. Geht's denen eigentlich noch gut? Das können die mir hier doch reinschreiben, dass ich da mindestens ein Ansehen von 40%. Ja super, diese Quest können wir jetzt auf jeden Fall gerade mal vergessen. Das kotzt mich jetzt... Nee, das kannst du doch einfach nicht bringen. Warum lassen die mich nicht an der Auktion mitmachen? Och, kommt Leute, nicht euer Ernst. So, dann geht's jetzt nach Buffalo, weil ich will nicht schon wieder an dem Typ vorbei und dann Richtung St. Louis. 6 Tage, ja, ist machbar. Ist auf jeden Fall machbar. Ich bin gerade ein bisschen Depri, kann man schon fast sagen. Es ist einfach echt nervig. Warum ist das so, Gan? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es ganz und gar nicht. Das ist doch scheiße. Wer hat denn das eingebaut? Also diese Funktion meine ich. Oh Mann. Sollen wir es mal mit Waffen komplett versuchen? Andererseits, ich werde wahrscheinlich sowieso wieder erwischt. Ich könnte gerade echt im hohen Bogen draufreiern. Vor allem den Typ müssen wir jetzt auch noch 1000 abzahlen. Für 43 Tage. Das ist Wucher. Also für einen Monat. 1000 für einen Monat. Wucher. Vor allem für damalige Zeiten. Ach so, da können sie meine Schmugglerware auch entdecken. Und was ist, wenn ich sie ihnen verkaufe? Das ist auch lächerlich. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich ganz und gar nicht. 40%, ja gut. Werde ich sowieso wieder erwischt. Echt geil. Ja, dann haben wir immerhin etwas Coole gemacht. Ich verstehe es aber immer noch nicht, Leute. Das kannst du einfach nicht machen. Oh. 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 Ich will Kredit, gib mir Kredit. Schaut es euch an. Wie schön und liebevoll. Oh. Oh. Oh Mann, ich habe mich verliebt. Wo geht's denn jetzt hin? Was für einen Weg schlägt er mir vor? Erstmal nach Pittsburgh. Okay. Das wird dann wahrscheinlich auch der kürzeste Weg sein. Dann nehmen wir den auch mal. Tage noch. Ob das schaffbar ist? Wie viel brauchen wir denn insgesamt? 3 Tage, dann würde ich glaube ich tatsächlich durchfahren. Das wird mir für mich hier alles zu heikel. Vor allem das mit New York kotzt mich richtig an. Das können wir vergessen. Hätten sie mir echt gleich sagen können, dann wäre ich gar nicht erst hingegangen. Wo ist denn hier jetzt St. Louis?
Ist gar nicht drauf, oder wie? Alles klar, Leute. Wollt ihr mich eigentlich noch mehr verarschen? Dann eben nach Cincinnati. Oh, diese Folge. Was soll denn das alles? Das ist kompletter Bullshit. Lieber Bruder Walter, es fällt mir... Ja, jetzt kommt der... Ja, komm. Leck mich. Du bist mein Bruder. Du verkaufst gerade deinen Vater, deinen toten Vater. Diese Folge ist einfach nur komplett komisch. Bin mir unsicher, ob ich bei diesem Notar auch Geld brauche. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich tun soll. Gebe ich offen zu. Fällt mir gerade alles sehr schwer, hier überhaupt noch weiter zu spielen. Was kommt jetzt? Oh Gott, hat nur geleckt. Ich dachte schon, da kommen wieder Banditen. Erstmal alles verkaufen. Was gibt's hier noch an Waffe? Auch so eine Gatling Gun heißt, wenn wir jetzt kein Geld brauchen. Ich muss innerhalb der nächsten. Waggon. Geil. Ich will viel lieber freies Spiel spielen, muss ich ganz ehrlich zugeben, als diese Rotze gerade. Das ist doch einfach... Das kannst du nicht bringen. Nach Portland, steigen sie ein, los. Oh Gott, okay. Dann bringen wir diesen Typ da. Halte ein Auge auf Alex, lass es nicht zu, dass Alex Portland erreicht. Alex muss überleben. Was? Wieso darf er Portland nicht erreichen? So, Mr. Tilbenard erbt die Anteile bei Misserfolg. Heißt, wir können sowieso irgendwo anders hin. Ja, geil. Das ist doch jetzt meine Quest. Das fördert mich gerade so ein bisschen. Finde ich cool. Ich würde jetzt gerne noch die Gatling Gun kaufen, und zwar, wo machen sie hin? Auf jeden Fall in die andere Richtung auch mal. Ich glaube hier so. Zu der Mitte vom Zug, das ist gut. Und dann muss ich mir auf jeden Fall noch merken, wir sind glaube ich schon wieder in Überlänge. Dann muss ich mir merken, der in Washington wird verkauft. Der bringt uns eh nichts mehr, wir haben jetzt einen neuen und fertig. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.